So, guten Tag, ihr alten, ach nee, das kann ich nicht sagen, könnten Kinder zugucken. Hallo, wir gucken uns heute mal BeamNG an, welches hier seit ungefähr 8 Stunden lädt. Ich würde das wahrscheinlich einfach nochmal neu starten und wir gucken mal, ob das irgendwie funktioniert hier. Machen wir hier nochmal aus. Und dann machen wir hier nochmal BeamNG, ist das Auto von Mr. Bean. BeamNG Drive. Spiel starten. Ihr Süßen, wir gucken uns heute mal BeamNG an. BeamNG hat ein Update bekommen, Automation, Test Track, Autos ein bisschen überarbeitet. Jetzt hat er die Laden. Ein paar Autos wurden überarbeitet. Man kann jetzt bei den allermeisten Autos die Türen und die Motorhaube und so ein Kram öffnen. Und Automation Test Track wurde überarbeitet. Da werden wir heute mal ein bisschen rumgurken. Wir werden uns mal das ein oder andere Fahrzeug angucken. Ich wünsche euch viel. Achso, Moment, ich muss mich hier erstmal einloggen. 777777777. Spaß. Herr Löblich. Hör mit dem Blödsinn auf. Ja, und damit. Hallihallo, ein kleines bisschen noch Hallöchen, meine sehr verehrten Zoom-Racing-Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Runde. Herr Löblich am Steuer heute mit dem großartigen BeamNG, dem Drive. Und wie gesagt, gibt die Version Alpha 28.1. Ihr habt ein paar Veränderungen, die ich jetzt nicht im Detail aufzählen werde. Das könnt ihr selber bei Steam nachgucken in den Game News. Ich habe mich übrigens mal wieder rasiert, entschratet, wie Frau Löblich sagen würde. Und damit ich für euch schön aussehe. Wir werden heute ein bisschen auf dem Automation Test Track rumfahren, werden mal ein bisschen uns die verschiedenen Neuerungen anschauen, werden uns mal die neue ETK-Serie angucken, die ein Facelift erfahren hat. Und ich halte an dieser Stelle auf jeden Fall meinen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt zu werden bei neuen Videos oder Livestreams, drückt mir die Glocke unter dem Video. Wenn mich unterstützen möchte, wird Kanalmitglied, kauft was im Shop oder benutzt den Spendenlink unter dem Video, super thanks und so weiter und so fort. Aber Freunde, wenn ihr das Video liked, einfach nur liked, dann ist es schon auch wie bezahlen, nur für euch komplett kostenlos. So, wir haben hier BeamNG gestartet, wir haben hier den Automation Test Track. Ich würde sagen, wir starten mal auf dem Highway. Finde ich, ist eigentlich eine geile Idee. Ich hoffe, dass der jetzt auch ein bisschen schneller lädt, weil ich es ja gerade schon geladen hatte. Ich würde in dieser Zeit mal einen Schluck Schnaps nehmen, den ich extra immer in Glasflaschen umfülle, damit es nicht so auffällt. Ah, so, ich sag dann schon mal Tschüss. Wenn ihr Fahrzeug mit Nebellichtern ausgestattet. Ja, wie gesagt, also BeamNG lange nicht gefahren. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ihr könnt mir bitte gerne in die Kommentare schreiben, was soll ich euch denn hier mal zeigen in BeamNG? Gibt es tolle Mods, die ihr sehen wollt? Strecken, also Maps oder Fahrzeuge. Gibt es bestimmte Missionen, die ich mal irgendwie machen soll? Weil BeamNG hat ja einen Karrieremodus mit Missionen. Ich finde nur, ich muss sagen, also BeamNG macht mir schon Spaß. Ich weiß nur nicht so richtig, was ich hier machen soll. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will hier nicht einfach nur sinnlos... Ah, Gott. Ich will hier nicht einfach nur sinnlos durch die Gegend fahren. Sondern... es wäre schon irgendwie geil, wenn man irgendwie was zu tun hätte. So, es wäre jetzt schön, wenn der... Also die Ladezeiten sind natürlich ob der Physik doch schon ein bisschen... Die sind schon ein bisschen anders. Hier habe ich echt die Handbremse angeschlossen. Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich hier noch irgendwo die Handbremse auf dem Knopf? Oh, komm mal hier zur Not. Erkenne ich irgendwo noch. Erkenne ich noch irgendwo. Okay, das ist die Ansicht. Okay, hier sind alle möglichen Tasten doppelt belegt. Also, was ich euch zeigen wollte, ist hier. Ihr könnt jetzt nämlich hier mit der rechten Maus, also mit F könnt ihr aussteigen und dann könnt ihr hier ums Auto drum rumlaufen, könnt euch dieses Fahrzeug ansehen. Und jetzt könnten wir hier die Motorhaube aufmachen. Geht aber nicht, weil wir müssen natürlich erstmal
die Motorhaube öffnen. Dazu öffnen wir die Tür, dann machen wir hier Hood Release auf. So, jetzt können wir hier nach vorne gehen. Jetzt können wir die Motorhaube aufmachen. Da kannst du Deckel aufmachen, kannst du die Figur rausnehmen, kannst du die Figuren angucken, kannst du die Figuren wieder rinden und kannst du Deckel wieder drauf machen, Junge. So, jetzt können wir uns den Motor angucken, da ist alles schön. Kühlflüssigkeit haben wir nachgefüllt. Fährt der mir jetzt die Tür weg? Nee. So, hallo, 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 entschuldigen Sie, hallo, hallo. Naja. Okay, wir haben mal Rind in the car hier. Wir haben mal die Türe zumachen, ja. Okay, ich habe offensichtlich noch den Startbutton noch nicht belegt. Okay, man sollte vielleicht noch vorm Starten erstmal alle Pedale einmal getreten haben. So, jetzt gucken wir hier erstmal, wie wir hier zur Ranch Track kommen, Junge. Okay, diese Taste muss ich... Oh. Aha. Hier ist auf jeden Fall die Tanke. Ach so, ich habe ja links so ja eine Karte. Ich kann euch übrigens sehr empfehlen, stellt einfach die Fanatec-Treiber, stellt einfach auf Automatik. Ist für BeamNG am besten, finde ich. So, da kommt keiner, dann können wir hier mal... Es ist mit am geilsten... Oh, hier ist irgendwie Linksverkehr, ich weiß auch nicht warum. Es ist mit am geilsten umgesetzte Automatikgetriebe, was ich kenne. Wo habe ich eigentlich das Licht angemacht? Okay, jetzt hat er das Fahrzeug wieder hergestellt. Aha, mhm. Wo ist das Licht? Was genau tut er da gerade? Ach, das ist das Licht, okay. Finde ich so geil. Noch geiler, folgendes. Noch geiler. Ich geh mal kurz auf Parken. Ich geh mal kurz in die Fahrzeugkonfiguration. Und dann gehen wir mal hier auf Engine. Und dann gehen wir hier mal auf Exhaust Manifolds. Und dann gehen wir hier mal auf Exhaust. Und dann nehmen wir den mal einfach weg. So, ich würde jetzt hier, glaube ich, mal links hochfahren. Gefühlt. Ja. Ey, Kunde. Ah ja, hier ist das Automation Test Center. Oh, ist der geil. Fahr mal hier links war. Ich bin hier vorhin einfach nur mal kurz eine Runde auf der. Auf dem Handling-Kurs gefahren. Ansonsten weiß ich hier ehrlich gesagt nicht, wo es hingeht. Ah ja, hier steht's ja. Main Circuit, Gravel Circuit, Offroad Circuit, Gradient Test. Okay, wir fahren hier mal nach links. Was ist denn hier, wenn wir hier mal... Wir nehmen hier mal... Hier, soweit hier.
So, den hätte ich jetzt gerne mit einem möglichst großen Motor. Und möglichst als Automatik. Geil. Ha! Was machen die so geil, Alter? So, rechts geht's auf den Kurs, links geht's auf den Handling Circuit. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Kurs an. Okay. Der schiebt. Da jetzt in die Boxengasse sozusagen. Ist das richtig? Ja, hier jetzt auf die Strecke. Das hier müssten dann. Das sind wahrscheinlich die Boxen oder was? Oder sind die Boxen da drüben? Nö, ich würde sagen, das hier sind die Boxen. So. Und dann gucken wir uns mal die neue ETK-Serie an. Dieses Fahrzeug hat einen Facelift erfahren. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es vorher aussah. Den gibt es hier einmal als... den gibt es einmal in Alt. Ja. Der hat aber keinen Facelift erfahren. Oder ich glaube, das gab es schon. Den gibt es hier einmal als, ich sag mal, als normale ETK 800 heißt der dann. Als normale Viertürer-Variante. Dann in verschiedenen Variationen. Geht hier runter bis zum Rennspecht. Was auch immer der Rennspecht ist. Kommen wir hier Performance. 192 PS hat er im Original, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Ne, 152 PS, also die Standardvariante hat 152 PS, 245 Newtonmeter Drehmoment und einen. Steht's irgendwo? RWD in Turbo. Hm. So, und auf jeden Fall gibt's den auch als Rennspecht, da hat der 509 PS. So, den gibt's hier als Track. Ich würde sagen, wir fahren den erstmal als manuell. Manuell S Fahrzeug über die Strecke. So. Ah, warte mal, wir machen mal hier. So. Dann fahren wir mal raus auf den Automation Test Track, gucken uns den mal an. Übrigens, der Hintergrund, der übrigens, wie ich gerade feststelle, falsch ist. Da muss ich ja mal gucken, ob ich das jetzt hier on the fly umstellen kann, ohne dass der die Aufnahme beendet. Hallo. So, so ist es natürlich richtig. Der Hintergrund, den ihr hier seht, ja, hier drumrum, hier, da, die Curbs hier und so, das ist ein Screenshot aus einer sehr, sehr frühen Version von diesem Automation Test Track. Man sieht es hier auch noch links so ein bisschen an den Curbs. Wenn wir jetzt hier mal weiterfahren. Die Curbs, die haben sie jetzt so ein bisschen überarbeitet. Die haben jetzt eine Struktur, die hatten sie früher nicht. Also hier oben auf dem Screenshot, was ihr da seht, das sind die Automation Test Track Curbs. Jetzt mittlerweile, wie wir hier sehen, haben die halt richtig, sind das richtige Curbs. Ja, wie sich das hier hört. Jetzt haben sie schon, das sieht schon geil aus. Also kannst du nichts gegen sagen. Und ein Navi funktioniert auch. So, und man merkt tatsächlich einfach, das ist ein ganz normales Straßenfahrzeug.
Ja. Fährt sich einfach wie ein Auto. Wie gesagt, also ich kann euch wirklich empfehlen, stellt in den Fanatec-Einstellungen einfach alles auf automatisch. Okay, hier passiert jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ich will jetzt erstmal mit euch hier kurz eine Runde fahren, damit wir mal wenigstens eine Ahnung bekommen vom Streckenverlauf. Okay, hier hätten wir auch links irgendwie fahren können. Das wäre dann sozusagen der kurze Kurs. Und man merkt doch sehr deutlich, dass wir hier, der fährt im vierten Gang 180 und dann ist aber auch schon fast vorbei. Das ist jetzt eher so ein bisschen... Oh, hier links haben wir übrigens, so Steigungstests und sowas. Na sag mal, den sind wir doch damals auch mit dem... Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber wir sind doch schon mal so eine Testrunde mit so einem anderen Hobel gefahren. Ui. Ist halt echt langsam, ne, für die Rennstrecke. Von der Physik her super. Man merkt, der hat Servolenkung. Also da passiert nicht allzu viel im Lenkrad. Das ist tatsächlich auch wirklich bei BeamNG von Auto zu Auto unterschiedlich. Oh. Oh. So, jetzt sind wir sozusagen wieder zurück auf der Start-Ziel-Geraden. Also, das ist die Strecke. Wir wechseln mal das Fahrzeug. Und zwar wechseln wir mal... Ach ne, Musiker hier. So. Den gibt es jetzt... wir probieren mal auch direkt jetzt hier. Wir werden uns jetzt hier... Oh, ne, das war natürlich Quatsch, nicht wahr, Freunde? Das war natürlich Quatsch. Ich muss hier auf das Fahrzeug. Wo ist das Fahrzeug? Da ist das Fahrzeug. So, und jetzt nehmen wir den gleich mal als... Track-Variante. Oder? Ach, guck mal. Der geht hier in so eine Audi Allroad Quattro Richtung. Track 266 PS, 370 Newtonmeter. Manual. Okay, der hat dann auch keine ESP und nix mehr. Alter, wie geil die Grafik mittlerweile aussieht, ja? Oh, hört mal hier unten im... Geil. Das machen die so geil. Klingt einfach, als würdest du bei dem Teil einfach den Auspuff abgebaut haben. Ganz andere Hausnummer. Das finde ich so geil an BeamNG. Du merkst einfach, dass das hier auf Physik basiert, ja? Dass das nicht irgendwas generiertes ist. Sondern du merkst einfach, hier gibt es eine richtige Physik. Und wenn du an den Autos Sachen veränderst, wie zum Beispiel Fahrwerk, Auspuff, Einspritzung, Motor und so weiter und so fort, dann hast du halt plötzlich einen Rennwagen. So, wir fahren hier mal links. Ich möchte mal wissen, ist das hier noch Rennstrecke? Ne, das ist hier ja nicht mehr Rennstrecke, sondern das ist hier quasi von der Rennstrecke runter. Okay.
sozusagen die Ex breitscheid. Geil, Alter, der Sound. Geil. Oh, ich liebe die Physik in BeamNG. Es ist halt so schade, dass man hier noch nichts großartig machen kann. Du kannst hier jetzt nicht irgendwie Rennen fahren. Klar, kannst du ein bisschen Multiplayer-Kram machen und so. Aber wenn es hier geile Spielinhalte gäbe. Also dann würde BeamNG das Feld ganz schön abräumen, wie du das Fahrwerk einfach merkst. Das Ding hat kein ESP, kein nix. Aber das klebt einfach an der Straße, das ist doch total geil. Leider zeigt mir mein Display nichts an, obwohl ich es eingeschaltet habe. Extra Heal and Toe gemacht. Extra Heal and Toe. Okay, ich muss langsamer schalten. Okay, die Bremsen gehen auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Da ist nicht viel mit Driften. Oh, schön sie bitte. Muss ich hier, ja, hier hätte ich wahrscheinlich links gekonnt. Wer weiß, wo da hingeht. Da geht's auf diesen inneren, auf den Inner Circle sozusagen. Geil. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so Reifenabriebgeräusch, ne? Dass du da irgendwie das Reifen quietschen hörst. Das wäre auch noch sehr schön. Bitte. Ich hab die Kupplung benutzt. Oh, herrlich. Herrlich. Komm, nächste Kiste. Da ist er. Also, wir hatten den jetzt als Track-Tool. Jetzt gibt's den hier noch in... Ja, gibt's den irgendwie noch mit 307. Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Komm, den probieren wir mal aus. Den gibt's noch als Drift. Das ist ja jetzt eher, das kann ich ja eher nicht so. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich weiß ja nicht so richtig. Doch, komm, wir probieren das mal. 704 PS, okay. 366 PS. Ne, ich möchte das erstmal, ich möchte den erstmal nochmal in der Variante ausprobieren hier. Wir machen alles aus. Wie du einfach sofort am ganzen Fahrverhalten merkst, dass das hier, das Ding, der ist nicht für die Strecke ausgelegt. Klar hat der jetzt irgendwie ganz doll Bums, aber du merkst am Einlenkverhalten, ist nicht, der lenkt nicht ein, wie der nicht einlenkt. Hier, seht ihr das? Null, da passiert einfach nichts. Kein Grip. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier unterschiedliche Reifenvarianten gibt. Okay. Aber da warst du mit der Karre vorher schneller unterwegs. Und das, obwohl der irgendwie 100 PS weniger hatte. Die Windgeräusche sind geil, finde ich. Okay, er ist ein bisschen schneller natürlich unterwegs. Bringt aber nichts, weil guck mal hier. Der hat, also, boah, wie er einfach keinen Grip hat. Den Motor in der Trackday-Kiste. Krass. Wirklich interessant.
Ach, schön, wie das ABS greift. Okay. So, hier fahren wir jetzt sozusagen raus Richtung Handlingkurs, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar... Und zwar fahren wir hier links oder auch nicht. Dann fahren wir hier vorne rechts jetzt. Ui! Und dann müssten wir normalerweise auf den Handlingkurs kommen. Ach so, ich hätte wahrscheinlich einfach... Ja, okay. So. Jetzt hier. Und hier ist dann der Handlingkurs. Hier rechts steht es auch. Und das ist sozusagen, wir können jetzt hier ein Zeitfahren machen. Das können wir hier mal... Handlingkurs ist halt, ich sag mal im Endeffekt, wie so eine Landstraße, wo du einfach so ein bisschen gucken kannst, wie verhalten sich die Dinger denn im Alltag? Also wir fahren hier, also 80 ist hier schon zu schnell. Wie gesagt, Gripniveau ist quasi nicht vorhanden. Theoretisch sollten wir uns hier auch Autos entgegenkommen, wenn ich mich nicht täusche. Uiuiui. Schiebt geradeaus. Oh, okay. Hinterräder auf der Wiese möchte er nicht. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Wer möchte schon gerne die Hinterräder auf der Wiese haben? Könnte so ja Allrad haben. Gefühlt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gucken wir gleich mal nochmal. Oh, nichts passiert. Nur ein Kratzer. Oh, da ist aber auch gleich... was in Arsch. Haben wir jetzt das schöne Driving Experience Auto kaputt gefahren. Oh ja, Lenkrad steht schief. Hör mal, das war ein Lackkratzer. Da ist nichts passiert. Ist wirklich krass, wie das sofort Auswirkungen hat. Ja, komm, geht doch. Das haben die so geil gemacht. So, was war Reset? Die Taste hier, oder? Ja. Ich würde jetzt hier gerne nochmal das Track-Tool würde ich jetzt hier gerne nochmal benutzen. Einfach um mal zu gucken, wie anders da der ist. Finde ich das geil. Oh, ja, entschuldigen Sie bitte. Ich spreche wie ein Soldat. Ich schalte wie ein Soldat, spricht laut und deutlich. Ich muss langsamer schalten. Langsamer schalten, Löbi. Ey, es ist ein komplett... Wieder einlenkt. Oh. Es ist ein komplett anderes Fahrzeug. Und ich möchte übrigens mal kurz an dieser Stelle die Field of View ein wenig anpassen, denn sie ist mir zu groß. Und ihr wisst, zu groß tut immer ein bisschen weh. Überweg Kamera Driver Sichtfeld. Wir machen mal hier irgendwie... Ne, 60 hatten wir ja gerade. Wir machen mal 45. So.
sind besser. Ja, wir probieren es mal. Mir geht so ein bisschen die A-Säule da auf den Sack. Oh, oh. Oh. Er könnte gerne in die Kurve gucken für meinen Geschmack. Krass, wie der einlenkt. Im Gegensatz zu der Straßenvariante. Und das ist nicht mal ein Porsche. Wer übrigens wissen möchte, woher dieser Spruch kommt, der ist nämlich ein Insider, den nur eingeweihte Löblinge ab ersten Grad kennen. Wie der Porsche einlenkt. Guckt den ACC Version 1.9 Video, GT World. Also was das Fahrwerk ausmacht, das Ding hat viel weniger PS und wir sind so viel schneller unterwegs als mit dem Teil gerade mit der Driving Experience Version. Oh, ah, oh. 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 Nichts passiert. Nichts passiert. Geil. Jetzt interessiert mich sehr die Version. Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde, Alter. Krass. Wie mich aber auch. Ich weiß ja nicht immer so richtig. Wow. Ich möchte bitte gerne. Was ist denn knallhart? 705 PS, okay. Dann haben wir den hier als Sportvariante. 509 PS. ...609 PS, 460 Newtonmeter... ...609 PS, 610 Newtonmeter. Aha. 0 auf 100, 3,5, 2,8. Interessant. Na, fahren wir erstmal den hier. Okay, der hat jetzt wieder Stabi. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Also dreht mir insgesamt ein bisschen zu hoch. Und fährt sich, lenkt da halt nicht ganz so geil wie das Track Tool. Der schiebt so ein bisschen über die Vorderräder. Wie gesagt, der dreht ganz komisch. Dreht mir viel zu hoch. Oh, ah. Okay, nee, ich muss auf jeden Fall die Field of View wieder zurücksetzen. Weil ich sehe nichts. Ich muss in die Kurve rinkicken können. Camera Driver. Kann ich das einfach hier irgendwo zurücksetzen? Gibt es hier nicht irgendwo so ein Setze Sitzposition für Fahrzeugserie zurück? Setze Sitzposition für alle Fahrzeuge zurück? Machen wir mal 60. Oder machen wir mal. So. Ja, ja, ja. Jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen was hier. Ja, wie gesagt, die Triebe ist sehr interessant übersetzt. Sound ist geil. Also wie geil die den Sound generieren, das ist ja nur kein Soundfile, sondern das wird ja wirklich generiert aus der Physik, aus den Motorteilen und so, das ist absolut geil. Junge,
Junge, Junge. Okay. Okay, okay. Jetzt möchte ich mal wissen, was ist denn jetzt bitte der Unterschied zum TT-Sport? Oder wollen wir gleich einen knallhart ausprobieren? Komm, wir probieren hier gleich knallhart aus. Knüppelharte. Was sagt er hier? Komfort, Sport, Sport Plus. Ja, machen wir Sport Plus. Okay, 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 okay. Sport Plus. Okay, okay. Hohohoho, wie der Turbo pfeift, Alter. Also mir fällt bisher der Track-Tool echt noch am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichts passiert. Okay, okay, okay. So, wir fahren mal mit, was haben wir jetzt hier? Wir fahren mal auf Komfort. Ja, okay, da ist der wesentlich zahmer. Ja, er greift sofort. Ja, er greift sofort die ESP und so was alles ein. Das ist die europäische Spezialpolizei. Alter Vater! Nichts passiert. Sofort, steht sofort das Lenkrad schief. Richtig krass. Ich muss den mal hier. Ich muss mal hier. Oh. Huch. Huch. Der Sound dazu, Alter. Ich wollte, glaube ich, da wollte ich gerne hin. Ich wollte, glaube ich, da hin, ne? Ist das richtig? Richtig. Ich muss irgendwie wieder auf die Rennstrecke zurück. Auf der Rennstrecke zurück, Junge. Schisser. Ach so. Okay. Nee, da können wir auch hier... Oh, 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 warte. Super geil, das Rückwärtsfahrgeräusch, was das Getriebe macht. Super geil. Boah, alter Vater. Old Dad. Mal hier auf Sport Plus. Ah, okay. Bremsen ist irgendwie... Also man merkt richtig, dass die Teile... Dass das Straßenfahrzeuge sind. Da geht bisher der Track-Tool noch am besten. Das war jetzt Sport Plus, da hast du gemerkt, dass einfach beim Driften dir so ein bisschen die Traktionskontrolle unter die Arme greift.
So, ein Ass haben wir noch im Ärmel und dann soll es doch für heute gewesen sein, hier zumindest mit diesem Fahrzeug. Und zwar haben wir den in der Kurzvariante als Polizeiauto. Nee, hier. Auch nicht Rennspecht. Wo ist er? Hier unten. Als GT4. Und da, meine lieben Zuschauerinnen, also erstmal guckt mal schon mal den Innenraum an, ja? Schon mal eine ganz andere Nummer. Komplett ausgeräumt, Bügel, hier, alles. Fahrwerk, alles dran. Ich habe sogar eine Kassette. So. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? So, das ist jetzt natürlich ein Rennauto. Du einfach daran merkst, dass er sich fährt wie ein Rennauto. Also da braucht sich auch kein Assetto Corsa davor verstecken. Ah, jetzt wollte ich schalten, muss ich gar nicht, das ist Automatik. So, und das fährt sich einfach tatsächlich wie in jeder beliebigen Rennsimulation. Okay, kann einfach durchschalten bis manuell. Und dann können wir den einfach manuell schalten. Geht dann halt bis runter, maximal in den dritten, wenn ich das richtig sehe. Oh! Oh! Okay! Lässt sich super einfangen. Und jetzt ist es einfach eine Rennsimulation. Also es fährt sich... Krass. Freunde. Und jetzt gegen Gegner fahren, das wäre geil. Also zieht euch da mal drin, wie das abgeht. Coitus interruptus. Ich muss mal einen Screenshot machen, Alter. Dit ist doch einfach nur geil. Jetzt wäre halt so was toll wie, warte mal, hier gibt's noch einen Fotomodus, ne? Jetzt wäre halt so was toll wie, wie heißt es? Na, meinte er, komm auf das Wort, Bewegungsunschärfe, so hat wäre jetzt natürlich richtig geil. So, machen wir mal ein bisschen Depth of Field an. Wunderbar, jetzt ist das schon super. Super. Screenshot aufnehmen in. Auch lassen wir normal. Kamerageschwindigkeit lassen wir alles so. Neigung, Time of Day, wunderbar. Wir nehmen einen Screenshot auf. Wir machen mal vorsichtshalber schon mal den Screenshot-Ordner auf, weil ich immer nicht weiß, wo der ist. Na.
ist hier schön noch die Tiefenschärfe, Schärfentiefe, Tiefenschiefe an. Das ist natürlich eher suboptimal. Dann machen wir mal hier die Doff wieder aus. Ich liebe BeamNG, Alter. Es ist einfach, guckt euch das doch mal an, wie der einfach aussieht, wie als. Herrlich. Herrlich. Komm, wir machen mal noch einen Screenshot hier, vorsichtshalber. Absolut geil, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Dieses, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, soll es gewesen sein mit der heutigen Runde BeamNG. Also wie gesagt, falls euch irgendwas interessiert, falls ich mal eine bestimmte Map oder irgendeine bestimmte Mod ausprobieren soll, haut es mir einfach in die Kommentare. Ich brauche ein bisschen was zu tun in BeamNG. Ich würde gerne mehr machen, aber hier einfach nur immer rumfahren ist halt irgendwie nicht so geil. Ich kann an dieser Stelle, wie immer, nur sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei dieser Runde, Herr Löblich, am Steuer heute mit dem großartigen, dem Beam, dem NG, dem Drive. Wir haben ausprobiert die überarbeitete ETK-Serie in verschiedenen Varianten und Variationen auf dem wunderbaren Automation Test-Track, der auch überarbeitet wurde. Ich denke, ich werde mal hier hinten meinen Bildschirmhintergrund dann dementsprechend aktualisieren müssen auf die neueste Version. Heute Abend, meine Lieben, ach nee, nicht heute Abend, ich habe keine Ahnung, wann das Video veröffentlicht wird. Dienstagabend und Freitagabend gibt es immer Livestreams. Euro Truck, American Truck, Landwirtschaftssimulator. Oft auch am Mittwoch und am Donnerstag. Verändert sich immer so ein bisschen auch die Uhrzeiten. Dienstag und Freitag, 18 Uhr. Ich halte an meiner Stelle diesen Schwanz, dieser Stelle meinen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat von mir, per Fax benachrichtigt werden, bei neuen Videos oder Livestreams, drückt mir die Glocke. Und wer mich unterstützen möchte, benutzt den Spendenlink unter dem Video, wird Kanalmitglied, kauft was in den Shop oder macht einen super Thanks. Aber Freunde, liken und kommentieren ist schon die halbe Miete. Ihr müsst mir nicht euer Geld geben. Gebt mir eure Likes, gebt mir eure Kommis. Und wenn es euch hier gefällt, gebt mir euer Abo. Ich sage tschüss mit euch, ciao mit euch, mit euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant. Herr Löblich.